Ist ja ein richtiges Labyrinth hier hoch. Verlaufe ich mich ja. Halt, warte, war man nicht schon mal? Komm, ich rette euch mal. Das bleibt doch mal geschmeidig da. Nägel. Oh, was nützt hier? Aha. Ja. Halt mir da. Inferno, Zauberstab. Okay, cool. Mist, jetzt weiß ich gar nicht, wo sind wir hergekommen? Von hier, ne? Das ist das komische Fallendimension. Da waren wir gerade, aber die eine Kiste. So, hier ist die Kammer. Hier ist die Leuchtekammer. Das ist der Ziel. Guck mal hier. Komm, ich helfe euch mal. Und das. Sag mal. So. Guck mal hier. Brauchen wir zwar alle? Nee, aber. Haben es besser als brauchen. Jo, dann sind wir ja eigentlich unten fertig, ne? Behaupte ich jetzt einfach mal. So, wo war der Ausgang? Das ist die Frage. Hier schon mal nicht. Da sind die Fallen, dann ist hier raus. Jo. So, das haben wir aber. Guck mal, können wir so ja eigentlich rein hypothetisch noch mal ein bisschen Kupfer kloppen. Hier. Guck mal, eigentlich hin, ne? Oder da oben. Falls der Weg bis dahin frei ist. Huch. So. Hier ist noch Dingens. Das wäre irgendwo da, aber das ist schon wieder Miasma. Das ist nicht so gut. Au. Ja, beruhig dich mal. So. Mach ich einen Schnitzel aus dir, sagt ihr.
Erstmal Bandagen. Dann schauen wir uns mal an, was ihr hier gemacht habt. Das hier ist euer Nest, ja. Huch, ich wollte hier nur hier hoch. Was ist das hier eigentlich? Kann man das abbauen? Hm. Sieht ja nie so aus. Na gut. Ein Versuch war wert. Oh nein! Das war schon wieder so eine Spuckpflanze. Das darf ich sehen. 300 Meter in die Richtung. Na, dann schauen wir mal. Müsste ja fast um die Ecke sein. Ah. Nein, wir bleiben jetzt eisern auf dem Weg. Mit einem Miasma. Ah ja. Cool. Gut zu wissen. Das hier könnte einfach nur ein Nebel sein. Ja. Ich hoffe doch nie, dass das irgendwo da oben ist. Aber so wie es aussieht, wird bestimmt so sein. Das ist nur die Frage, wie kommen wir denn da hoch? Müssen wir uns wieder nach oben bauen? Nein, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Nun, das sieht schon eher aus, als ob wir uns wieder hochbauen müssen. Aber wir können ja, wenn wir schon mal hier so ein bisschen rumsuchen, gucken, was hier so geht. Ein schön deprimierender Sound hier auch. Guck mal, eine schöne offene Wiese hier. So, wir suchen hier erstmal einen Weg. Jetzt ja, gibt ja einen Weg nach oben, ne? Wo ist denn das? Da ist ja eine Stadt. Und da ist eine Mie. Oder so. Ach, er ist so aufregend. ...500 Erfahrungspunkte für den Kunden. Was haben wir denn hier? Wegpunkt. Nun... Ist das, was ich denke, was es ist? Könnte ein Weg hinein sein, ne? Aber wir könnten auch einfach hier so hingehen. Das wäre natürlich ohne Option. Hallo? Banditen, ich sehe schon wieder. Was ist das denn? Ein Wiederbelebungsort? Ah ja, wir haben ja ein paar Pfeile. Entschuldigung.
Willst du den gerade heilen? Du komische Bärending. Er blockt einfach mit seinem Pilzstab. Ich glaube, er wird nicht los. Nee, so haben wir nicht. Ja, komm mal her. Komm da. Ja, beruhige dich. Ja, beruhige dich mit dem. Junge. Shui, bist du's? Könnte auch seine Familie sein, bin mir sicher. Jo, die Kollegen hatten ja nicht so viel Glück, warum? Suche macht am Brunnen, wer macht denn sowas? Dach. Keiner hier? Na gut, weniger auch clever. Dietrich. Ja, Schuh. Sonst nimmt hier eher nichts zu holen, ne? Weg hier, Platz. Was haben wir denn hier? VUCA und wilde Tiere. Neue Geschichtsseite. Willkommen in Kelvins. Was? Willkommen in Kelvins Ruhe. Kelvins Ruhe. Oh mein Gott. Der arme Kelvin. Müder Reisender. Kelvins Ruhe. Ist die letzte Bastion des Friedens und ein Ort für alle Überlebenden. Das Miasma sucht unsere Glutalheim und die Elixierkriege haben Länder nah und fern verwüstet. Bitte wende dich an Jax auf dem Markt, um etwas nahrhaften Eintopf und ein warmes, trockenes Bett zu bekommen, in dem du dich ausruhen kannst. Tja, nun, ich will nicht sagen, aber das hat ja nicht so gut geklappt. Mit dem Frieden und der Erholung. Tür mit Dietrich geöffnet. Nägel. Taps hier euch, hier gibt's doch bestimmt wieder Ratten oder sowas. Dann nehme ich erstmal die Fackel zur Hand und dann schauen wir mal. Wow, vorne haben wir die Tür mit Dietrich aufgemacht und hier können wir einfach hinlatschen. Stier. Ist hier irgendwie nach unten? Ist bestimmt ein Kellergewölbe. So wie das hier, so wie das hier am Rumwuseln ist. Nun, was gibt's hinten in der Ecke? Da geht's nach oben. Naja. Boah, Junge, der haut aber eine Kelle. Der haut eine ordentliche Kelle raus, du. Achtet auf hier. Was ist hier los? Das ist ja sehr angenehm, dass man hier überall reparieren kann. Ich meine, da flimmert es aber auch in die Welt. So, wo ist denn hier hin? Moin! Kinder da? Na gut. Wenn Kinder hier ist, dann können wir ja eigentlich auch wieder hin. Die Fälle. Fälle.
Für alle Fälle gibt es einen Film. Schöne Bild da. Mit den Wölfis. Da ist schon wieder so ein komischer Banner. Oh Junge. Nun. Er hatte. Warum hat er sich denn hier unten hingelegt? Hat er sich denn da. Ach, ich fahre einfach nicht. Vielleicht war er einfach zu erschöpft. Und wusste nicht mehr, was er tat. Ah, hier ist eine Tür. Eine Tür nach außen. Okay. Nun. Kein Platz im Inventar. Ach ja, alles wie immer. Waren wir da drüben eigentlich schon drin? Ah ja, hier waren wir auch schon. Was ist hier eigentlich mit dem Zelt? Tja. Die Fülle. So wie es aussieht. Na nun gut. Dann werden wir mal weiter erkunden.